Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Was ist auch da? Hallo Matze. Ja, servus Leute. Und wie geht's dir, Matze? Prächtig. Ich kann ja, mir Musik geht's auch hören. Prächtig. Sehr gut. wir werden heute weiter unsere Worte bauen. Es kommt ein bisschen verspätet die Folge, aber wir kamen leider nicht vorher dazu und dann hat noch zu lange geschlafen und nee. Ja, also. Ja, schlafen war aber dringend notwendig. Gut, ja. Wir haben letztes Mal den Brückenturm angefangen, beziehungsweise. Wieso geht mein Finger hier ab? Egal. Ja, ich hab doch schon, weil mein Finger schon wieder abgeht, Mann, ne? Nein, nee. Es ist echt, also zur Erklärung, ich hab mich vor einer Woche oder so. Nee, letzten Samstag, also nicht diesen Samstag, sondern den Satz davor, mit der Brotschneidemaschine meinen Finger so halb abgeschnitten und dann wurde er erst wieder angeklebt. Das macht sie prächtig stolz drauf. Nein, bin ich nicht, aber jetzt hast du es angefangen, jetzt erkläre ich es auch, wenn sich jeder fragt, what the fuck, was ist das für ein Spaß? Das fragt euch zwar zu Recht, aber auf jeden Fall wurde es wieder angeklebt und es geht jetzt irgendwie langsam wieder weg. Also es ist irgendwie ein bisschen ungezogen. Egal, zurück zum Brückenturm. Ja, also ich weiß nicht, wo wir weitermachen wollen. Also wir haben jetzt noch offscreen hier die Bomber hier mit 44 Redstone befüllt, diese Kiste. Das ist wichtig, dass wir für nicht entfernen. Weil 44 die Hälfte von 88 ist. Oh! Da wollte ich eigentlich nicht drauf hinaus, aber. Nee. 44, das haben wir rausbekommen bei der Formel von Cube Hamster für diese Bomber. Und wir haben einfach geschaut, wie weit die fliegen müssen. Wir haben drauf gekommen, 115 Blöcke circa. Dann wie lautet die Formel? 4 Drittel Pi multipliziert mit dem Radius hoch 3? Nee, die Formel lautet irgendwie. Distanz plus 1 geteilt durch 2,6 irgendwas, also ja. Könnt ihr nachschauen gerne, wenn ihr was euch interessiert. Ja, hier innen haben wir letzte Folge ja auch schon einiges gebaut, dieses schöne kleine Abschottungsmodul hier. Wir können hier mal hochfliegen oder klettern. So, was haben wir denn hier bereits? Wir haben hier schon mehrere Etagen. Diese Etage habe ich dann auch auf beide Seiten gepackt. Richtig, ist die Frage, was du hier am Rand zum Beispiel machst, wozu ist zum Beispiel dieser Hebel? Alles seinen Zweck, Matze. Wir haben hier nämlich zwei Lampen unten. Ist der für die Lampe? Die sind beide für die Lampen, also der gelbe und der blaue. Und der gelbe macht, dass es blinkt. Genau. Das sehe ich aber gerade noch nicht. Doch, es blinkt. Was? Ja, es blinkt. Nein. Doch. Jetzt, Alter. Das hat eh genau, es blinkt und der linke jetzt. Hebel ist nur, um das Licht anzumachen. Alter, das ist ja voll crank. Okay, aber dann müssen wir hier eigentlich so das zubauen, oder? Weil ja, ich habe mich eh gefragt, wie wir das hier in das Dach übergehen lassen. Ja, wir können das irgendwie so bauen, ja genau. Meinetwegen, ja. Und hier vorne haben wir wieder zwei klassische Pfeilhagelkanonen oder Feuerballkanonen. Wobei die Pfeilen hier, glaube ich, besser werden, ne? Weil die fliegen, wir können es mal ausprobieren hier. Wie weit fliegen die? Die fliegen, Ja, die willst fliegen ein bisschen vorne mit Eisen, rein irgendwie. Mit Eisen, aus Eisen lassen? Weil von außen sieht es ein bisschen komisch aus. Hier. Ja, dass da drin so weiß ist alles. Ja, ja, lass es, ja, also, aber lass es so, weil so. Ja, passt schon, von innen sieht schon scheiße aus. Ist die Frage, wie wir hier das Dach mal machen wollen, wollen wir das vielleicht einfach hier, klatschen wir das einfach zu hier, oder so eine flach... So ja, auf jeden Fall müssen wir hier noch ein bisschen Panzerung reinbauen, ne? Das würde ich auf jeden Fall sagen, und wer weiß, ob wir hier noch irgendwo, später ein paar Kabel durchlegen müssen. Das ist richtig, also willst du es einfach offen lassen, ne? Ich würde es aktuell noch offen lassen. Ach, du hast doch den Arsch offen, Mann. Und genau, okay. Und genau, hier können wir hoch. Sehe ich gerade. Ja, übrigens, Matze. Ja. Wir müssen hier eine Sache mit dem Turm übrigens noch richten, ne? Und zwar? Weiß nicht, weil. Der ist aktuell. Ja, nicht so symmetrisch, ne? Ja, das ist richtig. Aber. Mit der doppelten Leiter, wie willst du ihn denn symmetrisch machen? Ja, warte, die Mitte ist hier, ne? Also. Ich hätte. Warte. Weil. Ich finde, man könnte. Man. Also.
Es ist. Wir können den ruhig unsymmetrisch machen, irgendwie, aber dann nach vorne und hinten, also Richtung Heckbug. Unsymmetrisch. Und nicht. Und nicht von Seite zu Seite, weil das finde ich irgendwie ziemlich komisch hier. Also, warte, ich kann mal schauen. Das zum Beispiel jetzt so gemacht. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie mit dem Design eh nicht so wahnsinnig zufrieden. Es ist mehr so ein Ausguckteil mit Stacheln gefühlt. Kein richtiger Turm, oder? Mit Stacheln. Ja, dann kannst du ja den Shit hier gleich aufreißen. Und das machen wir vielleicht noch irgendwie. So und so und und so. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen irgendwie interessanter aus. Als nur. Keine Ahnung. So zum Beispiel. Ich meine, es ist natürlich auch die Frage, ob wir noch irgendwie hier was hinbauen, ne? Oder ob wir es einfach mal erstmal so lassen hier. Berechtigte Frage, und ich kann sie dir gerade nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Weil ich gerade schaue, dass es hier halt ist auf der anderen Seite auch so. Na, da kommen doch dann Treppen hin, oder? Warte, fail. Weil jetzt hast du. Fail. Warte. Das muss weg, und das hier müssen Treppen sein. Ja, dachte ich, hä? Ja, genau. Dann gerade so. So und so. So. Genau. Na, so wollten wir das doch machen, Matze, nicht wahr? Ja, richtig. Genau. Boah, ich bin. Soll dann quasi den ganzen Turm, also eins nach rechts von der auch von hier aus gesehen, oder wie? Ja, wohin sonst? Wir könnten da auch nach links, aber. Dann fange ich mal oben an, bei der Flagge zum Beispiel. Nee, wir müssen halt schauen, weil die Mitte ist ja hier, und das siehst du ja bei den Lampen da, ne? Ja, richtig, deswegen genau. Ja, die Flagge soll ja auch in der Mitte sein. Ja, die Flagge ist doch auch. Nee, stimmt. Nee. ja, warte, dann packen wir hier irgendwie so die. Und wir können hier ja auch mal schauen. Was haben wir hier noch zur Verfügung? Wir können auch die Cobblestone-Welle bald benutzen. Hä, das sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Ist ja eigentlich voll geil aus. Nein, ne? So, und das muss ich auf jeden Fall weggehen. Das ist alles viel zu sehr in die Richtung hier oben. Ja, ich finde das hier eh so. Die Schmonz ist hart, ehrlich. So ein Schlonz. So. Ich habe ja gesagt, ich mache nur die Idee und du das Design. Oder ich bekomme die Idee und dann Geistesblut sondersgleichen. Den habe ich zwar immer noch nicht, aber. Ja, Mats, erzähl doch mal ein bisschen, was wir gestern so gemacht haben. Und ja, wir hatten gestern Abendball. Das war richtig. Toll, ne, Matze? Ja, nee, ganz im Ernst, ich feiere das echt so. Also, war halt Dresscode, klar, Abendgarderobe. Und das feiere ich eigentlich echt ziemlich krass, wenn halt sich alle irgendwie schick anziehen. So. Und, weiß ich, mir taugt das einfach. So einen offiziellen Ball. Ja, wird Mats häufiger machen, ne? Ja, wäre ich schon dabei, aber man hat halt nur einmal Abi, gell? Manche auch gar nicht. Ja, gut. Matze recht, hat er recht, ne? Schon zwei. Habe ich gesagt, dass ich Shots feiern werde? Nee, ja, Alter, das sieht das gerade aus wie so ein krüppeliges Gerüst, gerade ohne Scheiß. Gerade so wie so
bei einer Baustelle hier diese. Oh, was mache ich hier? Ah, scheiße. Bei der Baustelle hier diese komischen Baugerüste, ne? Richtig. So. Der Schlons muss wieder weg. Passt das so? Ach Gott, ich mach mal durch. Das geht schon. Wir können... Oder wir machen das einfach so. Und dann machen wir hier irgendwelche Pfeiler hin. Oder solche Stützen. So in die Richtung. Ja, aber der Stein kann doch nicht auf dem Eisending stehen. Der muss wenn dann so sein. Ah, es verbindet sich nicht, das ist so blöd. Ja, aber der kann nicht auf dem Eisenteil stehen. Never. Du kannst ja trotzdem nicht rausfallen hier. Doch, kannst du. Scheiße. Ja, okay. Okay, wir sind ein bisschen gefickt. Ja, dann wird er wohl doch da drauf stehen müssen. Ja, das dachte ich mir auch gerade so. Oder wir bauen hier halt was ganz anderes nicht hin. Was möglich scheint, machen wir möglich. Ja. What the fuck? Boah, was hältst du davon? Das sieht doch gut aus. Boah, Matze, guck mal. Oder am besten sogar so. Ja, ja. Ja. Lecker. Hey, aber hier oben ist das noch nicht symmetrisch. Beziehungsweise... Wo? Der muss einen doch eins weiter raus, der Pfeiler. Hier. Muss er? Ja, schau mal die andere Seite an, von oben. Oder willst du hier nur die zwei hin? Willst du das hier nur zwei breit haben? Das können wir auch machen. Ja, so. Es war sowieso nicht so symmetrisch da oben. Ja, das habe ich ja gerade symmetrisch machen wollen. Ja genau, jetzt passt's wieder. Gut, hier oben packen wir einfach mal ein paar Blöcke hin, weil Blöcke for the win. So. So. Ah, sieht so chaotisch aus mit den ganzen Treppen überall. Hier drin brauchst du doch den Shit nicht. Okay, hier haben wir auch diese Treppen. Und hier, boah, das sieht ja furchtbar aus. Den fetten Schlons braucht man nicht. Puh, das alles so zu machen ist nicht so einfach, Mann. You don't say, mate. Aber irgendwie, ich fände es besser, wenn es hier so noch... What the fuck? Wie konnte ich gerade den Block wegreißen? ...oben gehen würde. So. Fände ich ganz nice. Oh, das könnte ich dann hier noch so gut anschließen. Das ist ja cool. So. Boah, Alter. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Gar nicht so lange. Viertelstunde. Hast du jetzt wirklich mal auf die Uhr geschaut? Ja. Krass. Krass dabei, Alter. Heftig, ne? Krass. Way zu heftig, Alter. Oh, wieso juckt meine Nase jetzt? Wahrscheinlich war es überhaupt keine Viertelstunde, aber... also es sieht komisch aus... Es sieht komisch aus, wenn die alle auf derselben Höhe sind irgendwie. Und alle gleich lang sind und keine Ahnung. Richtig. Guter Kampf, Dr. Watson. Hä, hey, wie findest du denn die Rückseite? Die ist ein bisschen anders, ne? Willst du das anders machen, oder? Ja, die Rückseite ist wirklich anders. Ja, ist halt absolut unsymmetrisch aktuell. Warte, wir können es mal so kurz machen wie auf der anderen Seite. Ja, aber die Rückseite ist halt dann symmetrisch zu dieser Leiter, zu der doppelten Leiter in der Mitte. Und damit eigentlich auch zu dem Ausguck. So, wie hast du das jetzt hier gemacht?
Da haben ja, also, drüben nochmal hier so eine Säule. Die Teile hier kannst du nicht hinmachen, weil. Also ich kann keine Blöcke setzen, weil du sonst nicht mehr durchkommst wegen der Leiter. Aber du kannst meinetwegen hier eine Säule hinpacken. Das geht auf jeden Fall. Ja, genau, das war es ja auch der Plan. Und so sieht's drüben aus. Ja, alles klar. So. Ja, und durch die Tür kommst du, oder durchs Loch kommst du sonst eh nicht mehr durch. Ja, richtig. Was? Aber wir können hier so Treppen. Mach dich doch schräg, ja, danke. Ja, so, schau, so sieht es doch gar nicht so behindert aus. So. Talk to me, baby. Okay, nein, ich fang nicht an zu singen. Jetzt erzähl ich wieder den Ohrwurm. Ohrwurm des Todes von diesem Lied, das ist echt traurig. Hä, hey, warte, da müssen hier wieder die Treppen hin. Alter, sieht das bosshaft aus. Warte kurz, so. Ich fand's gut so, dass es hier im 1 weiter nach unten geht, muss ich sagen. Ja, dann hast du aber halt, ja, also fand ich auch, aber dann hast du halt den, verbindet sich der Stuff nicht. Dann haben wir was? Dann verbindet sich der Stuff nicht. Ja, keine Ahnung. Juckt den einfach nicht, was? Das juckt den einfach nicht. Ja, so sieht's gar nicht so schlecht aus. Aber dadurch, dass du hier die Leiter hast und auf der anderen Seite, sieht's auf der anderen Seite immer anders aus. Das aber die Rückseite finde ich so. Die Rückseite finde ich so ganz nice. Warte. So und so. Genau. Und so. So. War das so? Auf der anderen Seite ist es nicht ganz so. Da ist das hier nämlich eine andere Seite, der hier. Aber man könnte da fast wahrscheinlich Treppe ver. Nee, andere Seite. Safe andere Seite. Das aber. So. Ja, aber der hat sich nicht eingedreht, der eine. Der ist nicht schräg. Ja, jetzt halt. Ach, hey, je. Yeah. Boah, was ein echt, Mann. Ja, das ist Feintuning halt. Lass den eins kürzer machen. Das siehst drunter eh viel besser. Ah, okay. So, das habt ihr zumindest gesehen, aber so sieht's schon besser aus. Queen will be kicked by the ocean. Okay, wir bringen. Also, Mats, Spoiler, ja, ich schon vorher. Wir bringen demnächst neues Dance-Musik-Cover-Album raus. Mats' Hits-Playlist. Alle, die größten Hits in der letzten 20 Jahre gesungen von Matze. Ja. Hey, aber. Könnt ihr kaufen in unserem Merch-Shop, Leute? Wenn wir live streamen, wenn wir live streamen auf Twitch und ich das nicht aufnehme, sondern du event, also ich werde es halt live streamen, aber im Livestream auf Twitch kann ich doch eigentlich Musik zocken, wie ich möchte. Ja. Also prinzipiell schon. Wenn ihr meine Playlist mal hören wollt, das wäre ganz lustig, glaube ich. Ja. Auf Stream with the Horizon. Was macht man? Okay, Spotify trollt mich gerade hart. Ah. Cool, was Spotify? Dann werde ich fucking trollt, man. Radio. Was machst du da? Ich möchte das höher machen, weil es sonst zu tief ist. So wie deine Flachwitze. Nee. Hä? Ach so, warte, ich wollte das so machen, ne? Genau. Hey, aber wieso noch höher? Da fällst du doch übelst gleich raus. Ja, das vorne muss man halt natürlich auch noch anpassen, die Höhe. Hoppala, die Höhe. Nee, noch hier noch eins höher. Ja. What the fuck? Und dann packen wir hier überall an den Seiten nämlich noch diese Stairs hin. Alter, weißt du, wie behindert das aussieht? Ja, warte, es wird gleich ganz toll aussehen, Matze. Ach so, ja, jetzt check ich. Was jetzt hat. Na, super Minecraft-Musik setzt natürlich den richtigen Zeitpunkt wieder ein. Du. Zack. Oh, es verbindet sich auch noch. Es verbindet sich! Alles geplant, Leute.
Das ist nicht gerade zufälligerweise zustande gekommen. Das sieht echt bosshaft aus gerade. So. Alter, mit dieser Linie hier unten drin, das sieht so nice aus gerade. Hä, was meinst du? Aber hier, hier passt es nicht. Ja, hier, da fehlt. Nee, jetzt passt's. Ja, keine Ahnung, dieser halbe Lab-Dings, der hier auf der Höhe frei ist, das sieht so geil aus. Ich wollte es eigentlich wegreißen unten, aber es sieht eigentlich auch gut aus, wenn man es noch da lässt. Wobei, wir könnten auch das ersetzen, die unterste Schicht hier ersetzen, einfach mit normalen Slabs. Und nicht mit Stairs-Slabs, also mit Stairs-Blöcken. Ja, dann mach das. Das sieht ansonsten, glaube ich, ein bisschen sehr übertrieben aus. Kann man das auf so ein Stelzen-Dings dann stellen? So, auf so ein Stelzen, ja, können wir sicher machen, ne, aber... Oder wir... Da, wo wir das wollen. Oder wir machen einfach hier hinten, warte, irgendwie sowas in die Richtung hier dran. Ja, dann kannst du ja gleich noch bis runterziehen. Sprich. Warte mal auf. Oder du. Ja, willst du da. Ja, dann lass die mittleren raus. Fände ich es eigentlich ganz cool so. Ja, das sieht voll bosshaft aus. Willst du das kurz auf die andere Seite? Ja, weil siehst du, das ist jetzt nämlich nicht mehr so auf derselben Höhe mit den anderen ausgucken und das so sieht es ein bisschen interessanter aus. Richtig, flippst du das auf die andere Seite? Ja, natürlich flipp ich das auf die andere Seite, warte kurz. Flip Table. Nix anderes als. Nichts leichter als das, meine ich. Nehmen wir Second Position hier. So, World Edit Tutorial ist natürlich wie immer auch dabei. Weil ich ja so gut bin im World Edit Arbeit. How to not the World Edit? So, jetzt muss ich das Ganze so. Flip. So, hierher laufen. Also theoretisch müsste es funktionieren, wenn ich es paste. Ha! Ich bin so gut. Oh mein Gott. Habt ihr. Boss everyone. Naja, du hast aber den unteren, die uns die Linie abgeschnitten kannst, ne? Ja, ich hab nicht bis ganz nach unten kopiert. Aber das ist ja schnell mit der Hand hergezaubert. Okay. Gut, ja, das sieht auch schon mal viel besser aus. Müssen wir nur ganz oben noch ein bisschen schauen. Und dann haben wir diese Folge mal den Turm ein bisschen verschickt. Verschönert. Verschönert. Verschickt, Alter. Du kannst das, der war echt hart, kannst Alter. Verschickt nicht irgendwie verschickert. Also verschickt, der war echt. Verschicken tut man höchstens ein Paket. Ja, wenn du meinst. Kannst du eine Doktorarbeit über Verschicken schreiben. Ja, so, okay. Ich muss sagen, ich find's ganz gut, dass hier oben die Slaps nur auf einer Seite immer so sind. Das ist ganz nice eigentlich. Wir brauchen aber eigentlich auch noch irgendwo diese ganzen Antennen an diesen unnötigen Mist. Ne? Ja, richtig. Und wir sollten hier Antennen auch auf... Antennen ganz unnötigen Mist. Ja, das war halt so auf so einem Schiff halt so drauf ist, ne? Kannst du ja. Okay, das hast du hier so gemacht. Das fehlt hier aber noch, ne? Hoppala, das fehlt hier. Was fehlt? Diese komischen Treppen hier unten fehlen. Wo denn? Die hast du hier reingesetzt, nicht wahr? Oder was willst du von mir? Ah, was okay, ist dein also Problem? Hier, so, okay. Mhm. So, und das ist, soweit ich weiß, dann alles hier so reingesetzt, ne, auf der anderen Seite. Ja. Und dann noch so reingedreht. So, zack. Okay. Allerdings sind jetzt, zacken, die Teile, die Dings sind jetzt ein bisschen hart. Ist ein bisschen im Way, aber... Hä, wie sieht denn das hier so anders aus? Wie sind denn da Blöcke, die hier nicht sind? Ach so, gut, wer war. Wegen der Leiter. Wegen der blöden Leiter, ach Gott. Sag ich doch, deswegen sieht's immer anders aus. Proof, Junge. Get wrecked. es regnet schon wieder. Ah, wie geil sich das anfühlt. Weil also meine Aussage von vorher so richtig zu proofen. In your face. Hast du toll gemacht.
Alter, ich will einfach nur wieder schlafen gerade. Es ist so heftig. Oh, okay. Ah, wieso macht das diese Sternfarbe? Das sieht so blöd aus. Weil wir machen auch einfach eins hier hin, oder? Ich meine, hier ganz oben, da kommt. Wie sieht das denn behindert aus? Eins werden, wenn überhaupt, so eins drauflegen. Ja, schau. Das sieht so nice aus. Oder so? Das beißt sich mit der anderen Treppe, dann müsstest du die Treppe auch so. Ja, das sieht gut aus, oder? Alter, sieht das bosshaft aus. Da kannst du vielleicht sogar noch den Zaun drunter legen. Findest du das mit dem Zaun drunter besser? Mit der Wall? Ja. Ja. Kann man jetzt hier rausfallen? Nee, ne? Nein. Sehr gut. Ja. Ja, dann lass mal so, würde ich sagen, ne? Das ist easy peasy. Lemon squeezy. Okay, das vorne, würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen kürzer. Das ist so wieder ein bisschen sehr... In der Kürze liegt die Würze. Oh. Okay, dann haben wir sozusagen so ein bisschen hier relativ klassisch so... Warte, wie hat jetzt der Heiler den Spruch in seiner Abi-Zeitung, in der Kürze liegt die Würze, aber nur mit der Länge kommt man in die Gänge, oder? Ja, nur mit der Länge kommt man in die Gänge. Oh, richtig, den habe ich gesagt. Das okay, ist super, das Spruch, ne? Ja, also ich feiere den echt, ohne Scheiß. Gerade darfst du raten, von wem dieser Spruch ist. Von dir nicht. Doch. Was, echt? Ja. Oha, warum so philosophisch? Ja, er hat mich so gefragt, ja, was kann man dazu schreiben? nur in der Länge kommt man in die Gänge. Ja, okay. Okay, dann ist der Spruch scheiße. Achso, okay. Viel Spaß. Wie findest du das so? Ja, genau. Oh mein Gott, das sieht gut aus. Alter, wie wir am Bossen sind, das ist ja... Alter, gegen uns hat er absolut nur eine Chance, Mann. Wir gewinnen ja jeden Designwettbewerb, auch ohne Make-up. Ja, das auch. Hä, die Flagge ist irgendwie noch ein bisschen fucked, aber... Willst du die Flagge eventuell nach außen machen? Ja, das wäre vielleicht auch geil, aber dann... Warte, lass sie in Richtung... Ja, pack sie einfach wenn auf... Wenn wir sie hier raus macht, macht das keinen Sinn, weil du fährst verrückt. Ja, das dachte ich mir auch gerade, aber warte, mach die hier drauf. Ja, genau. Mach die hier drauf. Und mach das irgendwie so, dann sieht es nicht so aus, ob die da irgendwie so ein bisschen drauf geklebt ist. Ja. Wir müssen außerdem noch mehr Flaggen davon reinhauen. Richtig. Okay, gut, ich versuche das zu reproduzieren. Spotify trollt mich gerade ultra. Ich muss mal eben austappen, weil das lasse ich jetzt von Spotify nicht gefallen. Was macht Spotify denn schon wieder? Es trollt mich. Spielst Musik, die dir nicht gefällt? Nee, es Musik, was ich will, obwohl es das nicht sollte. So war das nicht. So in etwa. Designed. Ist das wirklich gut? Wir müssen dann eigentlich nur noch schauen, dass wir noch ein bisschen so Antennen, dieses ganze unnötige Zeug oben drauf packen. Was da nicht alles gibt, die Satellitenschüsseln und so. Satellitenschüsseln? Hm. Ja, oder nicht Kloschüsseln? Nee. Eigentlich nicht. Hä, wieso hängt das so, hier, ne? Der Zaun in der Luft? Boah, sieht das gut aus. Sehr nice. Sehr nice. Hä, das sieht aber doch jetzt behindert aus, dass das Gitter hier in der Luft hängt. Nein, das sieht überhaupt nicht behindert aus, sieht gut aus. Behindert. Oder willst du einfach nur einen Slab runterlegen, oder was? Aber das ja, ist so rund, nee. Das ist so rund! Nein, lass es. Den hier nach innen macht auch keinen Sinn. Nee, dann verbinden die sich nämlich innen. Ja, ist doch gut so. Ja, ich kann damit leben, ich werde nicht runterfallen. Ja, Antenne Nummer 1 wäre zum Beispiel hier. Einfach so random. Ja, wir können die auch von irgendwo hier in der Mitte. Ich meine, was sind das alles? Was ist auf so einem Schiff drauf? Also ganz auf dem Turm. Gerade kein Bild von so einem Schiff im Kopf. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr stylisch aus, Matze. So viel kann ich mal sagen. Das gibt Pluspunkte für einen Hut.
Nee, keine Ahnung. Ja, da kannst du mit sich, können wir auch boah, random später irgendwas draufklatschen. Sehr gut sieht das aus, sehr gut sieht das aus. Guter Turm, guter Turm. Guter Turm, ja. Wir können auch einiges doch hier in die Mitte packen, hier, wo hier dieser. Wo hier ja, ja noch was fehlt bei den Lampen. Also kommt der Hut hier hin. Nee, aber da können wir hier noch diese komischen, was gibt's da alles, diese. Keine Ahnung, diese Schornsteinteile oder so, wie die aussehen, ne? Ja, du, ich meine, habe ich gesagt, dass ich designen kann? So? Ja, das sieht aus wie so ein Horn. Ein Horn? Nee, zwei Horn. Ach ja, mal schauen. Aber die Folge ist auf jeden Fall eh schon relativ lang jetzt. Und ich würde sagen, wir sind weitergekommen. Hä? Irgendwas? Mit dem, was? Ich hab gerade gedacht, da passt was nicht, aber. Meine Augen passen nicht mehr. Das neue Morelle. Doch nicht so gut. Doch, schon. Okay. Jetzt spielt die Musik endlich random. Was ist überhaupt das? Wirklich random. Aber jetzt ist es ein scheiß Lied. Gut, ja, also ansonsten danke sehr fürs Zuschauen und wir sind um einiges weitergekommen in dieser Folge, Matze, ja. Und ja, wir haben den Turm endlich fertig. Ja, und es sieht vor allem auch gut aus. Das ist auch nice. Das ist dran, richtig. Die Flagge. Und die Lianen sind auch weitergewachsen, ohne dass wir was getan haben. Ja, sehr gut, haben wir. Alter, gut gib dir mal die Ranken, die sind ja ultra geil. Das ist jetzt hier schon ganz runtergewachsen, Mann. Das sieht ja, voll sehr stylisch gut aus. Sehr nice. Meine Blockierschilder haben auch ihren Job getan. Kann mich ziemlich hier gechillt runterfallen. Whee! You had one job. And you did it. Und ja, sehr gut. Dann kann ich jetzt wieder schlafen. Wollen wir nicht eine zweite Folge aufnehmen, Matze? Wollen wir? Weiß ich nicht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut.